Hallo, heute ist leider mein zweitletzter Tag in Kapstadt. Drei total schöne Wochen. Ich spiele heute Atlantic Beach Links. Wenn der Wind nicht weht, ist dieser Golfclub fantastisch. Da siehst du die ganze Zeit Tafelberg und die Atlantik. So, zu empfehlen. Ich habe eine Übung, nicht nur für dich, sondern für jeden Golfer auf der Welt. Die Übung ist fantastisch. Das musst du bitte tun, auch wenn du Indoor trainierst. Sie sieht so aus. So, ich mache die Übung vor. Und was du sofort siehst, meine Füße sind schön eng zusammen. So, warum ist es so, so hilfreich für uns alle, mehrere Bälle zu schlagen? Und da meine ich eine ganze Einheit, so schlagen, mit jedem Schläger. Nummer 1, wenn du so stehst und schwingst, wirst du Gleichgewichtsprobleme haben. Was genau das Richtige ist. Du wirst dann lernen, während des Schwunges zentrierter zu bleiben. Nicht so viel so, so, so. Und da es so unangenehm ist in Bezug auf Gleichgewicht, wirst du ruhiger schwingen. Du wirst den Rückschwung nicht übertreiben. Du wirst automatisch dich viel besser rotieren und du wirst lernen, mit Armen und Körper, also dass die Zusammenarbeit stimmt. Wenn ich so stehe, merke ich, ich muss auch meine Hände verwenden. So, da habe ich die Hände verwendet, um Schwunggeschwindigkeit zu erreichen, kombiniert mit einer Drehung, statt mit den großen Muskeln zu arbeiten. Du wirst erstmal Schwierigkeiten haben, den Ball erstmal zu treffen. Die Weite wird erstmal kurz sein, aber ich würde sagen, dass ich mit dieser Haltung und du auch den Ball mindestens 80% oder 90% der normalen Gesamtlänge schlagen kann. So, nachdem du eine Stunde lang so geschlagen hast, steh normal. Sofort wird dein Balance besser sein. Du wirst nicht hauen. Du wirst nicht zu weit ausholen. Und du wirst deine Hände und Arme auch verwenden während des Schwunges. So, so eine einfache Übung wird viel zu wenig eingesetzt. Mach das. Und ich freue mich, dich wiederzusehen, wenn ich in Deutschland bin. Und hoffentlich nächstes Jahr hier in Kapstadt und Gartenrutte. Tschüss.